Stream 2. Und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei mit Nord Stream 2. Oder sind euch die Menschen im Land einerlei mit Nord Stream 2? Und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei mit Nord Stream 2. Oder sind euch die Menschen im eigenen Land einerlei? Statt billigen Gas und Freundschaft mit Russland, USA und Katar vertrauen mit Verbrechern Hand in Hand. Aber Millionen Tonnen Schweröl werden verbrannt, damit dieses Gas jemals erreicht unser Land. Jeder Zehntklässler, der diese Rechnung hört, schaut dich irritiert an oder gar verstört. Überteuerter Fracking-Scheiß, der die Natur zerstört. Sagt mal ihr da oben, habt ihr den Schuss nicht gehört? Öffnet Nord Stream 2 und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Öffnet Nord Stream 2 oder sind euch die Menschen im Land einerlei? Öffnet Nord Stream 2 und zumindest das Problem mit Gas ist vorbei, Nord Stream 2. Oder sind euch die Menschen im eigenen Land einerlei? Wir sollen stinken, frieren und an allem sparen. Teurer und teurer werden alle Waren. Kaum ist es noch bezahlbar, zur Arbeit zu fahren. Und die Ölkonzerne machen den größten Gewinn seit Jahren. Wer unter den Sanktionen leidet, das bin ich und du. Oder denkst du, einer der Politiker dreht seine Heizung zu? Lasst uns friedlich zusammenstehen, Schuh an Schuh, uns dreht niemand wie den Gashahn zu. Öffnet Nord Stream 2 und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Öffnet Nord Stream 2 oder sind euch die Menschen im Land einerlei? Öffnet Nord Stream 2 und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Nord Stream 2 oder sind euch die Menschen im eigenen Land einerlei? Russland in die Knie zwingen hören wir täglich mit noch mehr Waffen und Gewalt. Das ist sowas von kläglich. Ich finde die Gewaltspirale unerträglich. Wir brauchen Friedensgespräche, und zwar ein bisschen plötzlich. Russland reagiert auf unser Verhalten. Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Sollten wir nicht die Hand zur Freundschaft reichen? Oder gehört dieses Land am Ende doch nur ein paar Reichen? Öffnet Nord Stream 2 und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Öffnet Nord Stream 2 oder sind euch die Menschen im Land einerlei? Öffnet Nord Stream 2 und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Öffnet Nord Stream 2 oder sind euch die Menschen im eigenen Land einerlei? Öffnet Nord
Stream 2. Und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Nord Stream 2. Oder sind euch die Menschen im Land einerlei? Nord Stream 2. Und zumindest das Problem mit dem Gas ist vorbei. Nord Stream 2. Oder sind euch die Menschen im eigenen Land einerlei? North Stream 2. Oder sind euch die Menschen im eigenen Land einerlei?